So, ihr lieben Leute, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe ein Paket bekommen und zwar von Aquasabi. Wie immer, selbst gekauft. Ist jetzt einfach praktischerweise hier der sozusagen Werbepartner des Videos, ohne danach gefragt zu haben. Ich habe dabei ja schon mal bestellt und war relativ zufrieden. Deswegen habe ich das jetzt nochmal ausprobiert. Und ich habe hier, um die Pflanzen gleich abzulegen, hier meinen Deckel. Joa, ihr seht was, ne? Ich bin ein Jogger, muss sein. Wir sind ja hier im Hobbybereich tätig. So. Ich habe auch das Paket gerade erst bekommen, also ist jetzt nicht abends oder so. Wird immer direkt geöffnet bei mir. Okay, Karton im Karton, wahrscheinlich. Sind die Pflanzen hier drin? Stellen wir uns erstmal zur Seite. Finde ich sehr gut. Hier ist einmal das Aquabasis, die Langzeit-Nährbodenmischung. Und von Tropica das Soil. Und damit ist der Karton auch leer. Und ich habe wieder was zum Verschicken. Dann fangen wir mal an, die Pflanzen zu öffnen. So, wenn ich hier einschneide, ich mache es ganz vorsichtig nur. Nase weg, sonst ist die Nase ab. Das ist übrigens Curtis, jedes Mal ein anderer Hund im Video war. Oh ja, das sieht schon mal gut aus. Oh, da leuchtet mich ja was richtig Rotes an. Seht ihr das? Okay, da freue ich mich ja. Also, wir haben hier einmal die Alterna Rheinecki. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Und das zweimal. Sieht auch sehr gut aus. Ich sehe schon, im Topf sind mehrere Stecklinge drin. Perfekt also, um das dann nachher schön zu machen. Da ist einmal die Hydrocotyle. Die kann man ja echt, das sieht man hier auch ganz schön. Die kann man mit den ganzen Wurzeln überall dran kleben und dann wächst die. Und wenn die zur Oberfläche kommt, sind die großen Blätter auch sehr gut dann für Kampffische geeignet, um sich da abzulegen. Und dann haben wir hier den Klassiker, oh, das ist ja eine Menge. Wie nennt man es nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So. Da kommt auch ein bisschen was in meinem Teich rein. Ich habe so einen kleinen Teich. Und hier ist die Microsorum petroponus greens, wo ich dachte, das ist eine Pflanze, die kenne ich aus dem Java-Farnbereich. Die hat nämlich hier unten so Wurzeln. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Genau da. Und die kann man dann auseinanderschneiden, die Rhizome. Und die wurzelt sich dann halt an. Die haben die hier auch, glaube ich, nicht direkt in das reingepackt. Namen nochmal. Die ist, glaube ich, auch nicht im Wasser gewachsen, deswegen können die auch nämlich trocken transportiert werden. Oder so gut wie trocken. Hier ist eine Anubia drin. Die sieht auch sehr schön aus. Die hat so richtige pfeilspitzenlange Blätter. Die ist jetzt von Tropica, die Pflanze. Hier ist noch eine Alternatera. Hier ist noch eine Anubia. Und das ist die Echinodorus hotali red. Also jetzt nicht ganz so rot, aber wir haben ja die anderen, die sind ja sehr rot. Und die Pflanzen sehen alle meiner Meinung nach sehr gut aus. Also Daumen hoch hier schon mal für euch von Aquasabi. Ausgeräumt. Ich sperre mal ich habe jetzt mal meinen Staubsauger weggesperrt. Und bevor wir die Pflanzen ja dann nachher einsetzen können, müssen wir erstmal hier mit dem Ausräumen anfangen. Und da das ja manche vielleicht noch nicht gesehen haben, nehme ich das einfach mal mit rein. Also ihr versucht die Pflanze vorsichtig rauszunehmen. Und es ist gang und gäbe, dass bei Stängelpflanzen erstmal dieser Korb ist, dann ist dann meistens ein Tonteil drin, dass das nicht schwimmt und dann ist das hier in dieser Watte,
eingepackt. Dieses Zeug kennen bestimmt einige vom Bau. Sowas ähnliches. Das ist einfach, dass die Wurzeln so ein bisschen gehalten werden. Das darf auf keinen Fall ins Aquarium gelangen. Bei In-vitro-Pflanzen dürft ihr auch nicht dieses Gel reinbringen. So. Ich hebe das aber auf, weil ich die mit diesen Körben und diesen Tonteilen das manchmal recycle. Und ich habe jetzt ja hier die Pflanze. Und dann seht ihr schon, bei den Stängelpflanzen ist es so, dass die unten Wurzeln bilden. Das ist schon mal sehr gut. Aber dieses gammelige Zeug, das wollen wir eigentlich nicht im Wasser haben. Das heißt, wir schneiden die ab. Und aus diesen Teilen, ihr seht, hier kommen schon Stängel raus, die schneidet man mehrmals in mehrere Teile, weil die sind ja schon sehr lang. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich packe das jetzt so erstmal ins Wasser, dass die Pflanzen einfach erstmal ein bisschen gespült werden, weil wenn da jetzt Schnecken dran sind... Huch! So, jetzt hier der Stängel abgegangen, den kann ich so auch wieder einpflanzen. Dann können die schon mal abgehen und eventuelle Stoffe, wie hier noch an der Wurzel, kann man auch nochmal abfummeln, händisch. Die würden aber beim Spülen ohnehin abgehen. Deswegen spüle ich meine Pflanzen gerne immer vorher. Flapp. Dadurch, dass ja nichts Beschwerendes mehr dran ist, fliegen die einfach rein. So, ja, bei der ist es ein bisschen schwieriger. Da werde ich dann wohl später hier nochmal am Schluss das ausspülen müssen, weil das jetzt eine Pflanze ist mit einem sogenannten Rhizom. So mindestens ist das meine Meinung gerade. Ich kenne die Pflanze ja noch nicht. Doch, ich kenne den Echinodorus, aber irgendwie nicht diese Art. Aber das Rhizom ist sozusagen das, wo die Pflanze rauswächst. Und wenn sich noch ein Ding daneben bildet, also so eine Knolle, nenne ich das jetzt mal, dann könnt ihr wieder Ableger davon machen. Das ist aber jetzt ein Rhizom oder eine Pflanze und ich überlege gerade, ich muss die ja irgendwie zusammen auseinanderhalten beim Videos machen, dass ich euch das einblenden kann, wobei ich mir jetzt auch denke, das wird man dann schon sehen. So, jetzt erstmal rein da. Ich kann dann später auch da einfach noch einen Blubberstein anbauen und dann würde ich die auf jeden Fall so 24 Stunden spülen, mindestens. Das ist auch nicht schlimm für die Pflanzen. Die müssen sich ja ohnehin erstmal an diese Gegebenheiten im Wasser gewöhnen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die an Land gezüchtet wurden. Das sieht man auch dann, das sieht man dann daran, dass wenn die Pflanzen dann... Also wie gesagt, ich bin kein 100% Pflanzenspezi, das ist das, was ich in den letzten Jahren so mitgekriegt habe. Dass sie dann erstmal die Blätter gelb machen, wenn sie im Wasser dann gesetzt werden. Das ist alles ganz normal, es gehört alles zur Einlaufphase dann mit solchen Pflanzen dazu. Und dann erst kommen die Pflanzen, die unter Wasser gewachsen sind. Die fühlen sich auch eher so an, als wenn sie im Trocknen gewachsen sind. Rein damit. Und Aquasabi schreibt ja auch dazu, wenn die im Wasser gezüchtet werden, dass Schnecken dran sein könnten. Und die meisten Leute mögen keine Schnecken, warum auch immer. Können so Plage werden, ja, aber ich bin Schneckenfreund. das wollen halt nicht alle, deswegen ist das halt so gelöst. Und es ist für die Betriebe natürlich auch einfacher, wenn die nicht Aquarien machen müssen, sondern nur so ein Teil Wasser. So, jetzt die Wurzeln kriege ich, glaube ich, nicht ganz raus, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich gebe mir Mühe. Das riecht auch schon so, als wenn das nicht unter Wasser gewachsen ist. Es hat diesen typischen Pflanzengeruch. So, deswegen spülen wichtig. Dann können sich die Pflanzen auch schon mal ans Wasser gewöhnen. Und wenn ihr ohnehin vielleicht noch auf Sachen wartet oder das Becken noch nicht eingerichtet ist, weil man richtet es am einfachsten trocken ein, dann, oh wow, guckt mal, wie viele Pflanzen hier sind. Hier sieht man das auch nochmal ganz deutlich mit den Rhizomen. Ich komme gleich mal näher. So.
Und zwar, dass diese Knollen da, hier könnte man die schneiden und dort könnte man sie schneiden, dort. So mindestens ist das mein letzter Stand. Und die Wurzeln sehen auch sehr gesund aus. Ist aber auch eher eine Pflanze, die am Trocknen gewachsen ist. Die Blätter fühlen sich auch sehr fest an. Normalerweise sind die wesentlich weicher. Kann aber auch die Art sein, dass ich die Art noch nicht hatte. Das werden wir herausfinden. Das ist ja jetzt eine andere Anubias-Art, wie ich früher hatte. Deswegen, wobei, wenn das Anubias sind, ja, dann sind die Blätter so fest. Was rede ich denn hier? Okay, die eine ist von Tropica und die andere von Aquasabi. Die von Aquasabi ist definitiv kleiner. Das ist eine andere Art. Steht Bateria vagaba. Ne, das sind die gleichen, also die von Aquasabi selbst. Finde ich jetzt ein bisschen schade, sind kleiner. Wenn ich das mal gegeneinander halte, weil die kamen ja gleich viel. Als die von Tropica. Die von Tropica sind größer. Ich hätte auch bei Tropica direkt bestellen können, aber bei Aquasabi hatte ich jetzt halt alles. Und ja, ich glaube, bei Tropica gibt es gar keine Kies-Sachen. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich bin einfach direkt bei Aquasabi gelandet. Manchmal weiß man, dann kommt einem dann irgendein Name in den Kopf geschossen und dann bestellt man halt da. So. Und ihr seht ja auch, trotz ohne Heatpack, die Temperaturen waren auch dafür, ohne Heatpack zu versenden. Super Pflanzen, alles einzeln verpackt. Ja, manche schmeißen das auch in eine Tüte. Klar ist das umweltmäßig nicht ganz so toll, aber es geht hier um Pflanzen. Und warum sollte der Mensch, der das einpackt, die nochmal einzeln nochmal auspacken und dann wieder einpacken? Das funktioniert doch auch so. Und ich kann die Beutel auch wiederverwenden, also ich verwende die auch wieder für was. Wenn ihr die nicht wiederverwendet, könnt ihr die bestimmt auch zurückschicken oder so, oder jemanden schenken, der sowas braucht. Okay, genug gelabert. Aber den Umweltaspekt, den hört man ja immer wieder. So, also hier ist es auch so, es sind ja auch eine Stängelpflanzen. Deswegen habe ich auch so viele genommen davon. Stängelpflanzen sind immer sehr gut, um schnell ein Becken grün zu kriegen. Weil man hier auch unter jedem Blatt oder über jedem Blatt abschneiden kann. Und dann kann man hier aus diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stängeln mal 3 Pflanzen machen. So, ich und Mathe. Aber man kann mindestens das Doppelte an Pflanzen rauskriegen. Und wenn man richtig düngt, dann wächst das auch innerhalb von 2-3 Wochen wieder so groß. Ich werde ja hier mit diesem Langzeitdünger arbeiten, also ohne CO2. Und dann schaue ich mal, wo es sich hinbewegt, ob es ein Pflanzenbecken bleibt oder ob wir dann da auch einen Fisch uns aussuchen. Das würde ich aber gerne so nach dem Sommer angehen, weil ich hier auch erstmal gucken will, wie die Temperaturen im Wohnzimmer sind. Da bin ich ja ohnehin mit dem Meerwasseraquarium dann auch beschäftigt und ich möchte ja auch ein paar weitere Becken planen. Und da kann man das dann nämlich schon mal in Angriff nehmen. Ansonsten habe ich schon gesehen, bei Tunze gibt es diesen, das war nur ein Blatt, diesen Lüfter da, der ja wasserfest ist oder wasserdicht oder zumindest eine Menge Wasser aushält. Der wird dann wahrscheinlich auf die Liste gesetzt, wenn er jetzt nicht unbedingt extrem teuer ist, weil ich habe ja so ein langgezogenes Becken und da soll der wohl sehr gut funktionieren. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch auf Aufnahme gedrückt, dass das jetzt hier nicht gleich für einen Popo gewesen ist. Ihr werdet es ja erfahren. Also ihr wisst es ja dann jetzt schon. So. Also hier der Eimer ist ganz schön voll geworden. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich wollte die Pflanzen eigentlich auch hier drauf auslegen, aber ich bin ehrlich, das muss jetzt auch nicht sein. So, die Tüten hier, wie gesagt, die recycle ich. Die brauchen wir für Modellbau immer sehr oft. Und vielleicht, wenn ich doch nochmal Pflanzen verschenke oder so. Die werden dann gewaschen. Und die Sachen auch. Und die hier bleiben hier. Und dort.